Hallo Leute, heute gibt es wieder was für die vegetarischen Freunde unter uns. Und zwar mache ich Eierkuchen oder Pfannkuchen oder Eierpfannkuchen, je nachdem aus welcher Region man kommt, wird das Ganze artikuliert. Dazu brauche ich Mehl, in dem Falle nehme ich Buchweizenmehl, etwas Milch, etwas Selta, Backpulver, davon nur ein ganz klein wenig, ein Ei, Butter. Wie man unschwer erkennen kann, wird das Ganze etwas herzhafter. Und zwar wird gefüllt mit Zucchini, Aubergine, Paprika, Lauchzwiebeln, Champignons, Knoblauch, eine Schalotte, Chili, eine Zitrone und Frischkäse. Beginnen möchte ich mit dem Teig. Ich habe hier mir mal meine Pfannen aufgestellt. Ich brauche 3 Stück. Und in der ersten, in der kleinen, werde ich Butter zum Schmelzen bringen. Und als nächstes gebe ich 125 Gramm vom Buchweizenmehl hier in die Schüssel. Ich mache das sonst alles mal so Pi mal Daumen, aber wenn ich jetzt hier für YouTube koche, dann will ich das ja auch als Rezept weitergeben und deswegen muss ich es abwiegen. Sogar mit dem Edeka-Effekt genau aufs Gramm. Nächste Zutat ist ein Ei, ein ganzes, und eine wirklich Messerspitze Backpulver. Einen Teelöffel Salz und jeweils 175 Milliliter von der Selta und ebenfalls von der Milch 175. Jetzt verrühren wir das schon mal. Es werden natürlich nicht so schöne gelbe Pfannkuchen oder Eierkuchen. Das Buchweizenmehl. Währenddessen die Butter etwas abkühlt, bereite ich mir mal schon meine Füllung vor. Ich nehme mir also meine Schalotte, und schneide sie in nicht ganz kleine Würfelchen. So, und wenige Sekunden später sieht das Ganze so aus. Ich habe das klein geschnippelt, habe hier auch noch ein paar Kräuter der Provence. Nicht klein, sondern im Ganzen gelassen, also an den Zweigen dran. Die werde ich dann rauspflücken, wenn das angeschmort ist. Und ja, beginnen wir. Ich habe mir hier meine Pfanne aufgestellt. Gebe jetzt etwas Olivenöl hinein, ein Stück Zwiebel, um zu sehen, wann die Pfanne heiß genug ist. Es ist soweit. Relativ wichtig die Reihenfolge. Wir beginnen mit den Zwiebeln, respektive mit der Schalotte. Lassen die auch bloß ein wenig glasig werden. Die sollen nicht unbedingt viel Farbe annehmen. Da muss noch ein bisschen Öl rein. Das ist alle. Nehmen wir das aus der neuen Flasche. So, und als zweites kommen die Champignons rein. Warum die Champignons als zweites? Weil die saugen natürlich das ganze Fett auf. Und die müssen jetzt erstmal angeröstet sein. Und dann gebe ich nochmals Fett dazu. Und dann kann das restliche Gemüse hinein. So, jetzt
haben wir den Punkt erreicht. Jetzt gebe ich hier nochmal etwas Olivenöl rein. Mach mir hier in der Mitte so ein bisschen was frei, so wie man das normalerweise im Wok macht. So, jetzt ist die Aubergine drin. Zucchini können wir gleich mit dazugeben. Jetzt geben wir hier schon mal Salz drüber. Das ist noch nicht das finale Würzen, aber das soll jetzt hier mal ein bisschen in das Gemüse hier reinziehen. Pfeffer natürlich auch. Jetzt kommt dazu Knoblauch, Chili, Frühlingszwiebel. Da sollte man immer unbedingt darauf achten, dass Frühlingszwiebel oder auch Lauch nicht gleich zu Anfang mit angebraten wird, weil das wird einfach labberig. Da ist keine Substanz in den Blättern. Also, naja, ihr wisst schon. Thymian, Salbei, Rosmarin, Estragon, auch ein paar Blätter. Und darüber kommt jetzt mein Paprika. Normalerweise schäle ich ja Paprika wegen der sehr schwer verdaulichen Haut. Aber in dem Falle hätte ich keine Lust. Dazu. Jetzt geben wir etwas Saft einer Zitrone oder einer halben Zitrone primär hier drüber. Jetzt kommt hier ein Deckel drauf und auf Stufe 1 wird das jetzt ganz leicht köcheln. Und jetzt kümmern wir uns wieder um den Eierkuchenteig. Die Butter ist in der Zwischenzeit etwas abgekühlt, die kommt jetzt hier rein. Das waren so ca. 40 Gramm. Die werden jetzt hier ebenfalls unter den Teig gerührt. Ja, Konsistenz. Ein bisschen zu flüssig, würde ich sagen. Ich gebe da mal noch so ein, zwei Esslöffel Buchweizen dazu. Ich schätze mal, das waren zwei Esslöffel. Der Teig ist fertig und ich tausche jetzt hier mal die Plätze. Und sobald die Gemüsepfanne soweit ist, dann starte ich auch mit den Eierkuchen. So, jetzt geht's ans Braten. Und ja, ich habe den Mut, den ersten, der ja meistens nicht gelingt, zu zeigen. So, das waren hier pro Seite vielleicht 3 Minuten. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geachtet. Der kommt jetzt hier raus. Wieder etwas Öl rein. Ich bin übrigens hier bei Stufe 7 von 9, also gar nicht mal so kühl. Und wie man sieht, der zweite sieht schon wieder ganz anders aus. Also an dem Gerücht, dass der erste nicht klappt, ist doch was dran. Warum auch immer. Der letzte Schritt ist jetzt das Füllen. Ich nehme mir hier mal einen Eierkuchen. Da habe ich doch glatt vergessen, in meinen ersten etwas vom Frischkäse reinzumachen. Das jetzt. Jetzt kommt hier wieder die Füllung drauf.
Ganze wieder eingedreht.